Hallo meine Foxys, ich hoffe euch geht's gut, also mir geht's super. Ich habe heute mal Lust gehabt, ein etwas einfacheres Video zu machen, denn ich mache das manchmal ganz gerne, dass ich einfach mal so Brain AFK ein paar Sachen abmale. Das mache ich manchmal so zur Übung, wenn ich gerade nicht so die tollsten Ideen habe, beziehungsweise habe ich eigentlich immer sehr viele Ideen auf meiner Liste. Aber ich habe nicht immer Lust, sie umzusetzen. Und da mache ich das einfach manchmal ganz gerne, dass ich einfach so Sachen abmale. Und da bin ich darauf gekommen, ich könnte doch Einhörner abmalen. Und ihr liebt Einhörner, ich liebe Einhörner, die ganze Welt liebt Einhörner gerade. Mehr als je zuvor irgendwie, merkt man daran, dass irgendwie überall Einhörner sind. Ich war jetzt letztens im Laden, also im Geschäft, und dann habe ich halt geschaut. Und es gibt wirklich von Einhorn-Toilettenpapier bis Einhorn-Ketchup, Einhorn-Likör, Einhorn-Wattepads. Also egal, was man braucht im Leben, alles gibt's mit einem Einhorn drauf. Und ja, da musste ich jetzt einfach auch mal ein paar Einhörner malen. Ich habe mir die Vorlagen für die ganzen Einhörner einfach jetzt aus einer Suchmaschine rausgesucht. Also ich habe einfach nur Einhorn eingegeben und da kamen halt ganz viele süße Einhörner. Und die werde ich jetzt einfach abmalen. Ich habe ja schon mal so einen süßen Block gestaltet und den fandet ihr auch super. Da habe ich auch ein Einhorn einfach abgemalt. Das war so ein ganz goldiges Einhorn. Das Video kam super bei euch an. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich versuche das Video hier noch zu verlinken, damit ihr das schnell findet. Ich wollte das Video einfach mal so ein bisschen nutzen, um ein bisschen über meinen Kanal zu reden und euch einfach zu berichten, was so in nächster Zeit so kommen wird und so. Und ich habe auf jeden Fall vor, in nächster Zeit, also in den nächsten Monaten, es so einzurichten, dass ich dann auf jeden Fall 4 Videos die Woche mache. Aber momentan ist alles noch ziemlich stressig, wie es eigentlich immer ist bei mir im Leben. Ich weiß gar nicht, wie das so passieren kann bei mir, aber es ist irgendwie so. Und sobald das nicht mehr so ist, versuche ich es wirklich viermal die Woche, also versuche ich viermal die Woche mich zu melden. Außerdem habe ich jetzt gerade eben auf Instagram kurz einen Livestream gemacht, um einfach nur auszuprobieren, wie das so ist. Und ja, ich bin ja schon ein sehr schüchterner Mensch und es ist für mich eine sehr, sehr große Überwindung, sowas zu machen. Aber ich bin mir natürlich auch bewusst, dass es eine ziemlich coole Sache ist für euch und wahrscheinlich auch für mich, dass ich dann, nachdem ich mich überwunden habe, das zu machen, dass ich dann sehr froh sein werde, dass ich das gemacht habe. Und deshalb werde ich am Sonntag einen Livestream machen. Also ich verspreche das noch nicht. Ich versuche das erstmal einzurichten und gucken, ob das erstmal technisch klappt, so mit den Sachen, die ich habe. Und dann werde ich euch nochmal Bescheid sagen, ob das dann auch klappt. Wir werden es dann einfach so machen, dass ich dann einen Termin mit euch ausmache. Also jetzt zum Beispiel am Sonntag um 15 Uhr. Also es ist jetzt nur so ein Beispiel. Und dann ja, könnt ihr euch ja einen Tee holen und ich mache vorher so eine Topmodel-Vorlage und es wäre dann cool, wenn wir dann sozusagen alle zusammen die Topmodel-Vorlage ausmalen. Natürlich könnt ihr auch was anderes malen, also es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass wir alle das Gleiche malen, aber es wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn wir irgendwie alle zusammen gleichzeitig malen. Das wäre irgendwie so voll crazy. Also ich weiß auch nicht. Das ist so wie als würden wir alle in einem Raum malen, aber halt nicht ganz. Es wäre auf jeden Fall schon mal echt mega, mega cool, wenn ihr mir unten in die Kommentare schreiben könnt, wann ihr denn so am meisten Zeit habt. Also ich habe mir halt gedacht, Sonntag ist eigentlich so ein Tag, an dem die meisten zu Hause sind. Das ist ein gemütlicher Tag irgendwie, aber eigentlich machen da auch viele so Ausflüge und so. Also ich weiß es nicht. Was ist für euch der beste Tag, um so einen Livestream zu machen? Oder ist es einfach unter der Woche abends besser? Ich habe keine Ahnung. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, was ihr da cool findet, welche Zeit für euch einfach am besten ist. Natürlich kann ich da nicht auf jeden eingehen, aber dann kriege ich schon mal so einen Vorgeschmack darauf, ja,
wie das so ist, also wenn ihr Zeit habt und so. Das Coole ist, ihr könnt dann live mitentscheiden, wie ich das Topmodel anmalen werde, also welche Farben ich benutzen soll für die Klamotten oder für die Haut oder für die Haare. Aber es kann auf jeden Fall sein, dass ich sehr aufgeregt sein werde und dass mir das Topmodel dann nicht gelingt. Also das kann wirklich passieren. Das war bei mir auch am Anfang so, wo ich die Kamera laufen habe lassen, dass ich dann schlechter gemalt habe irgendwie. Und es ist halt, ja, ich weiß auch nicht, das ist so mein Lampenfieber oder sowas. Ich bin dann aufgeregt und dann können bei mir schon ein paar Sachen schief laufen, aber das werden wir schon zusammen schaffen, glaube ich. Außerdem kann ich dann auch live ein paar Fragen von euch beantworten, also wenn ihr so Fragen beim Malen habt oder so, dann kann ich das ein bisschen besser beantworten, weil das ja natürlich live ist. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Aber ich bin natürlich auch sehr, sehr, sehr aufgeregt. Also wer von euch ist auch schüchtern? Also wirklich sehr schüchtern. Schreibt mir das doch in die Kommentare. Ich finde, das ist echt was sehr, sehr Schlimmes. Bei mir war das zum Beispiel auch so in der Schule oder so, dass wenn ich an die Tafel gerufen wurde, ich einfach gar nichts machen konnte. Mein Gehirn ist da einfach ausgegangen. Ich konnte nichts machen. Selbst wenn es jetzt zum Beispiel irgendwas war, was ich gut konnte oder so, selbst dann habe ich es einfach nicht mehr hinbekommen, nur weil ich vorne stand. Beziehungsweise weil mich einfach jeder in der Klasse angestarrt hat und darauf gewartet hat, bis ich was mache. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann für mich irgendwie. Ja, natürlich nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall was sehr, sehr Schlimmes für mich. Und ich weiß, dass es vielen da draußen genauso geht. Mir ist es zum Beispiel auch mal passiert bei so einem Event, das war so ein YouTube-Event. Und ich war eigentlich recht gut drauf und ich wollte dann irgendwie eine Frage beantworten und es war eigentlich nichts Schweres oder so. Und in dem Moment, wo der Moderator, nenne ich ihn jetzt mal, mir das Mikrofon in die Hand gegeben hat, da konnte ich einfach nichts mehr sagen. Ich weiß auch nicht, ich konnte einfach nicht denken und das war mir so peinlich, weil ich mich ja eigentlich auch gemeldet hatte und ich hatte ja eigentlich auch vor, was zu sagen, aber ich kann halt nichts machen, wenn mein Hirn ausgeht auf einmal. Also darauf ist auf jeden Fall kein Verlass. Ich weiß auf jeden Fall, dass es vielen da draußen genauso geht. Und deshalb finde ich das auch mega, mega wichtig, jetzt an meiner Stelle das so auch so ein bisschen zu erzählen, damit ich vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen Mut geben kann und Kraft geben kann und einfach sagen kann, du bist nicht allein, es geht vielen so und selbst mir. Ich meine, hallo, ich habe einen YouTube-Channel. Also ich bin sozusagen eine Person des öffentlichen Lebens, mehr oder weniger. Beziehungsweise, wenn man jetzt alle Foxys zusammennehmen würde, dann könnten wir eigentlich ein Fußballstadion füllen. Das heißt ja rein theoretisch, dass ich regelmäßig ein ganzes Fußballstadion unterhalte, ja. Aber dann irgendwie, wenn mir dann ein Mikro in die Hand gedrückt wird, kann ich nicht mal sagen, wie ich heiße. Also ja, die Welt ist schon komisch und wir Menschen sind alle irgendwie komisch und aber auch einzigartig. Und ich finde, das Thema passt auch irgendwie zu den Unicorns, weil Einhörner sind auch einzigartig. Für mich stehen Einhörner so ein bisschen für die Einzigartigkeit in einem selbst, dass man so ein bisschen auch darauf scheißen soll, was die anderen sagen, was die anderen denken oder auch was man selbst manchmal von sich denkt. Weil manchmal ist man ja auch schon sehr enttäuscht von sich selbst, wenn man irgendwas nicht so richtig gemacht hat oder nicht so gemacht hat, wie man das eigentlich gerne machen wollte. Aber man darf nie irgendwie böse auf sich sein und einfach machen und sich gern haben, so wie man ist. Weil so wie man ist, ist man perfekt. Ja, okay, jetzt werden wir ein bisschen zu sentimental. Also nein, auf jeden Fall ist es auch sehr wichtig, dass man sowas auch mal sagt, weil manchmal gerät sowas auch mal in Vergessenheit und das sollte man einfach immer mal wieder auffrischen. Sich lieb zu haben, so wie man ist, das ist mega, mega wichtig und das darf man einfach nicht vergessen. Ich wollte eigentlich schon öfter mal so Storytime-Videos machen, aber irgendwie kriege ich das nicht so richtig hin. Ich bin da irgendwie nie so richtig in Stimmung dafür, wenn ich auch ein Video drehen kann. Deswegen wollte ich das jetzt diesmal machen, weil ich jetzt gerade irgendwie Lust hatte, euch die Geschichte zu erzählen. Aber falls ihr richtig, richtig Lust habt, auch mal so ein paar Geschichten von mir zu hören. Ich weiß, ich habe das schon mal gefragt, aber schreibt mir das auf jeden Fall nochmal in die Kommentare. Oder vielleicht habt ihr auch mal so eine Frage, also so
jetzt, was jetzt nicht unbedingt was mit Malen zu tun hat, dann könnt ihr das ja auch mal in die Kommis schreiben. Vielleicht kann ich zu dem Thema dann auch mal ein Video machen, falls es euch interessiert. ja, ich male die Einhörner alle so Pastellfarben an. Ich habe mir da so 4 verschiedene Farben ausgewählt. Und ja, das ist eigentlich nur so eine Entspannungsübung jetzt gewesen. Sorry, dass jetzt kein kreativeres Video gekommen ist, aber ich dachte, manche von euch mögen auch diese Art von Videos ganz gerne. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt einfach mal und wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich habe euch lieb. Ciao!